Dominik Kiczynski von CatTrader. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner Lieblingsreihe fast schon, die besten Trade-Setups der Woche. Ist zwar neu die Reihe, aber ja, der Martin wird immer besser im Webinarprogramm. Ja gut, dann ich würde sagen, ich übernehme einfach mal ganz frech. Dann begrüße ich euch alle ganz recht herzlich heute hier. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid. Das ist sehr schön. Ihr habt es ja gerade schon gehört, ich habe den Chat und die Fragen hier übermittelt gekriegt. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, gerne rein damit in das Fragenprotokoll. Ich sehe das dann hier und kann da quasi auch direkt drauf eingehen. Was wir machen heute? Die besten Trade-Setups der Woche. Das heißt, wir schauen mal wieder ein bisschen, was sind denn so die starken Sektoren momentan? Wo haben wir die führenden Bereiche? Was haben wir an Positionen offen? Ja, da hat sich bisher auch nichts geändert. Es sind keine Positionen geschlossen. Es ist auch noch nichts ausgestoppt, auch wenn ein paar Sachen nicht direkt in den Gewinn gelaufen sind, so wie wir uns das vorstellen. Ja, aber die Märkte sind halt zickig momentan. Es ist ein bisschen schwierig. Heute haben wir insgesamt an den Märkten, auch im deutschen Handel und auch an den Futures, einen relativ dünnen Handel. Viel ist da nicht los. Bei uns ist Rosenmontag. In Amerika, wie gesagt, President's Day, das heißt, da sind die Aktienmärkte heute geschlossen. Aber wir werden hier auch mal ein bisschen den Blick werfen auf die deutschen Aktien, werden mal schauen, wie es bei uns hier aussieht und gucken, wie gesagt, auch mal, was in Amerika momentan aktuell ist. Ich würde sagen, ich mache meine Cam hier wieder aus, dann können wir direkt mit dem Thema starten. Ich wollte euch nur einfach einmal persönlich begrüßen und dann haben wir gleich wieder ein bisschen mehr Platz für die Charts. Okidok. So, bevor wir loslegen, wie immer, kleiner Risikohinweis. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Das kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Da bitte immer dran denken. Ja, den hohen Gewinnchancen stehen natürlich auch entsprechende Verlustrisiken gegenüber. Deswegen tradet bitte nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt, zu verlieren. Und ganz wichtig, das, was ich heute hier zeige, dient bitte rein den Lehr- und Lernzwecken. Ist keine Handelsempfehlung, keine Kaufen, Verkaufen oder Halten-Empfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Solltet ihr Trades umsetzen, dann bitte nur, wenn die zu eurer Strategie passen, wenn euch das Risiko bewusst ist und ihr das Risiko auf die Trades auch tragen könnt, denn es ist natürlich eure eigene Entscheidung, Trades umzusetzen. Ja, nee, Dieter, ich komme nicht aus Düsseldorf. Ich bin Ur-Berliner. Das heißt, bei mir gibt's eigentlich sowieso kein Karneval. Ich war noch nie Karnevalfreund in Düsseldorf. War auch nicht groß in Köln unterwegs und das hat sich jetzt nicht geändert. Und von daher ist für mich heute hier ein ganz normaler Arbeitstag. Okay. So, ganz wichtig noch, ja, das, was ich euch hier zeige, ist natürlich das, was ich selber interessant finde und von daher, ja, ihr kriegt es ja mit, auf einigen dieser Setups baue ich hier auch Positionen auf, bei anderen plane ich vielleicht Positionen aufzubauen, wie auch immer, berücksichtigt bitte, dass ich eventuell hier unter dem ein oder anderen Interessenkonflikt auch leide, möchte ich mal sagen. Okay, schauen wir mal auf die Woche. Wir haben noch ein paar wichtige Zahlen vor uns. Wir sind ja mitten in der Earnings-Saison. Etwas mehr als 80% der S&P 500 Aktien sind inzwischen durch mit ihren Earnings, haben Quartalszahlen geliefert. Diese Woche kommen noch ein paar wirklich wichtige. Wir haben hier morgen vorbörslich noch Walmart und Home Depot. Die werden uns zeigen, wie der Verbraucher in Amerika im Moment so drauf ist, wie es hier aussieht von der Kaufenseite. Dann kriegen wir nachbörslich hier Coinbase und Palo Alto. Coinbase, naja, den dürfte es jetzt wieder ein bisschen besser gehen, wo der Bitcoin Richtung 25.000 Euro wieder ankratzt. Palo Alto wird ganz interessant, wie ich finde, halte ich immer noch für einen absoluten Trendbereich, alles was Cybersecurity ist. Von daher ist Palo Alto nach den Zahlen sicherlich ein Blick wert. Baidu, interessanter Kandidat aus China. Ja, da geht es dann wahrscheinlich darum, wie es im Earnings Call aussieht mit den KIs, die da gestartet sind oder starten sollen. Da soll ja quasi so ein chinesisches ChatGPT-Pendant im März loslegen. Also das wird auch nochmal ganz spannend. Nvidia natürlich, ja, Klassiker, Highlight, brutal gut angelaufen schon in diesem Jahr.
Natürlich auch KI und ChatGPT getrieben. Ja, da ist klar, die Produkte von Nvidia, die werden dafür verwendet, zum Beispiel, um diese ChatGPT künstliche Intelligenz zu trainieren und so weiter. Das ist wahrscheinlich, wie ich denke, noch ein relativ kleiner Part am Umsatz. Aber hier wird es drum gehen, wie der Ausblick aussieht, ja, was das Management für die nächsten Quartale hier erwartet. Ist mit sehr viel Vorschusslorbeeren jetzt hier in den Bereich der Zahlen reingekommen. Das wird also auch entsprechend spannend. Alibaba haben wir dann quasi noch von der Seite der chinesischen Verbraucher, wie es da aussieht. Moderna, naja, da erwarte ich nicht viel Positives. Ja, und der Rest, ja, sind noch ein paar interessante Sachen bei Booking und Mercado Libre und sowas. Das finde ich alles sehr interessant. Planet Fitness bin ich gespannt drauf. Natürlich Pioneer Natural. Aber ja, ihr seht, die ganz großen Sachen, die sind durch, aber so das ein oder andere Highlight haben wir hier schon noch, was eventuell auch dann den Gesamtmarkt noch mal ein bisschen mitbewegen kann. Ich sage mal, wenn jetzt eine Walmart zum Beispiel stark enttäuschen sollte oder eine Nvidia arg enttäuschen sollte, dann ist das etwas, was den ganzen Sektor betrifft. Und diese Sektorbewegungen, die können dann auch an den Indizes ziehen oder schieben, je nachdem, in welche Richtung es dann da geht. So. Um einmal noch kurz einordnen zu können, wo wir jetzt stehen. Ja, wir hatten uns ja so ein paar verschiedene Dinge hier schon angeguckt, auch von Seiten der Statistik. Das ist das, was ich für dieses Jahr hier am interessantesten finde, einfach nur, weil es der bullischste Ansatz für das Jahr ist und wir dieses Jahr ja auch extrem stark schon gestartet sind. Ja, deswegen passt das bisher ganz gut, was hier mehr oder weniger deckungsgleich läuft. Und das, was jetzt hier abgebildet ist in dem Chart, das ist der durchschnittliche Verlauf von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Ja, die ersten beiden seit 1950, Nasdaq seit 1970. Und zwar in den Jahren, in denen wir diesen bullischen January Trifecta hatten, wo also die Weihnachtsrallye, die ersten 5 Handelstage und die Januar-Performance positiv waren. Das haben wir in diesem Jahr alles so gehabt. Und das dann noch kombiniert damit, dass das Jahr vorher ein Bärenmarkt war, dass wir also ein Verlustjahr vorher hatten. Das sind die 4 Punkte, die dieses Jahr alle zutreffen. Und das ist der durchschnittliche Verlauf von all den Jahren seit 1950, in denen das Ganze so gelaufen ist. Ja, und da sehen wir, das sind typischerweise sehr, sehr bullische Jahre. Wir haben noch einen zweiten Punkt, nämlich Vorwahljahr. Das ist typischerweise auch das extrem bullischste Jahr aus dieser 4-Jahres-Präsidentschaftszyklus-Variante. Das heißt, es spricht relativ viel dafür, dass wir ein gutes Börsenjahr sehen, auch ja, wenn die makroökonomische Situation irgendwie ganz anders aussieht, ja, nämlich gar nicht so positiv. Und wir eben vermehrt hören, dass es immer mehr Vertreter von Fed und dann eben auch aus dem FOMC gibt, die davon ausgehen, dass die Zinsen noch deutlich weiter steigen müssen, dass wir vielleicht bei 5,3% oder 5,2%, wo die Fed Funds im Moment stehen als Peak Rate, dass wir da nicht unbedingt am Ziel sind. Ja, ich habe erste Meinungen schon gehört, dass es Richtung 6% und höher gehen könnte im Zinssatz. Das ist natürlich alles andere als positiv für den Markt, aber das wird sich wirklich erst im Laufe der Zeit entscheiden, wie es mit der Inflation weitergeht. Ja, wir haben so einen kleinen Dämpfer gekriegt jetzt im Januar. Da sind die Inflationsraten doch stärker gestiegen als erwartet, sowohl beim Verbraucherpreisindex als auch beim Erzeugerpreisindex. Wir kriegen diese Woche noch einmal wichtige Inflationsdaten am Donnerstag. Da wird die Fed nochmal sehr genau hinschauen, wie die kommen. Wenn die jetzt auch noch höher kommen als erwartet, dann haben wir wahrscheinlich wirklich ein Problem. Dann wird es sicherlich auch, am Freitag kommen die, glaube ich, dann wird es auch am Freitag nochmal kräftig abwärts gehen mit den Märkten. Also das müssen wir noch so ein bisschen im Auge behalten. Und diese ganze Situation, wie sie jetzt dasteht mit den Inflationsdaten, die noch kommen, mit den Arbeitsmarktdaten, die am Donnerstag kommen und mit der Fed, die eben dann im März das nächste Mal ansteht und wir bis dahin noch eine recht lange Durststrecke haben, müssen wir schlicht und ergreifend im Moment noch ein bisschen vorsichtig sein. Zumal wir hier rein saisonal, wenn wir uns das anschauen, bis Ende Februar hier eher noch seitwärts bis abwärts gerichtet sind. Also eher noch einen schwachen Markt haben bis Ende Februar. Ja, der März
Der sieht hier ganz anders aus, recht positiv, zumindest so in den ersten 50 bis 60% und dann seitwärts. Und dann haben wir hier auch wieder diesen sehr starken April. Also ich möchte natürlich schon von diesen saisonal starken Phasen hier irgendwie noch profitieren. Aber ich warne davor, jetzt hier all in zu gehen und darauf zu setzen, dass die Bewegung einfach so weiterläuft, wie wir es bisher im Januar und am 1. Februartag noch gesehen haben. Seitdem kommen wir ja ein bisschen zurück. Ja, und das gucken wir uns jetzt vielleicht mal direkt an. Dafür gehen wir mal hier in dieses CapTrader Trading Desk, schauen uns das Ganze mal kurz hier im S&P 500 an. So, da gehe ich jetzt hier einfach mal drauf. Das, was für uns hier wichtig ist, ist zum einen diese Bodenbildung, die wir hier im Oktober hatten. Ja, da kam ja der erste große Schub schon gegen Ende letzten Jahres. Dann haben wir in den Dezember rein hier nochmal kräftig korrigiert. Sehr starke Abverkäufe nochmal und das dann auch überwiegend in zum Beispiel Long Duration Assets, wo es also darum geht, dass das Wachstumsunternehmen sind, die jetzt nicht unbedingt schon profitabel sind. Die waren übers gesamte Jahr ziemlich stark abgeschlagen, ziemlich abgestraft, ja, zum Teil 60-70% vom Hoch runtergekommen. Und dann hatten wir hier im Dezember nochmal dieses ganz typische Tax Loss Selling. Das hat nochmal kräftig am S&P 500 dann auch mitgezogen. Und jetzt seit Anfang des Jahres, wenn wir uns das anschauen, haben wir hier eine sehr, sehr bullische Startbewegung gesehen, sind eben auch deutlich über diesen 200er gleitenden Durchschnitt hier wieder drüber gelaufen. Das ist eine sehr schöne Phase, die sich hier entwickelt hat. Und dann sind wir in Richtung des letzten Widerstandsniveaus gelaufen. Das war das hier. Das hier ist das letzte große Widerstandsniveau. Ja, das sehen wir hier drüben. Ich mache es mal in Gelb, da sehen wir es ein bisschen besser. Also, ja, na, sag mal, machen wir es. So, ja, hier. Ja, das ist das letzte große Widerstandsniveau. Und da müssen wir jetzt einfach gucken. Das, was jetzt hier passiert im Moment, ist, dass sich hier eigentlich noch eine Bullflag entwickelt. Ja, im Prinzip ist das eine Bullflag an einem Widerstandslevel. Und das finde ich jetzt im ersten Moment mal gar nicht so schlecht. Ja, wir müssen jetzt halt ein bisschen aufpassen, wie es zur Unterseite aussieht. Wir haben hier nochmal Unterstützungsniveaus. Die liegen hier so um 4000 Punkte. Da ist nochmal ein schönes Unterstützungsniveau. Und das nächste, das kommt dann noch mit von hier drüben, das liegt dann nochmal 100 Punkte tiefer, so bei 3900. Das heißt, Korrekturen bis 3900, in dem Bereich zwischen 3900 und 4000, ja, vielleicht hier ein Test des 200er gleitenden Durchschnitts oder so, die sind noch völlig in Ordnung. Ja, das wäre noch total okay und würde im Prinzip noch nichts am übergeordnet bullischen Bild für 2023 ändern. Was aber mit Abstand die beste Variante wäre, zumindest für die Bullen im Markt, wäre eben eine Fortsetzung, ja, von dieser Bewegung, ja, hier die Bullflag und dann relativ zügig hier nach oben raus. Ja, das wäre sicherlich die schönste Variante. Wenn wir hier sehen würden, dass wir auch in der kurzfristigen Zeitebene, ja, einfach weiter diese steigenden Tiefpunkte hier bekommen. Ja, das wäre wirklich das schön, das wäre die bullischste Variante. Und da würde ich dann auch von ausgehen, dass wir relativ schnell hier oben in diesem Bereich um 4.300 Punkte reinkommen. Ja, das wäre vielleicht sogar im Moment noch mein präferiertes Szenario. Ja, je nachdem, wie dann zum Ende der Woche auch die Inflationsdaten kommen. Wenn die gut kommen und bringen wieder so ein bisschen Erleichterung in den Markt, dann kann das sehr, sehr schnell gehen, dass wir uns wieder hier Richtung Norden orientieren. Okay, so, ich will einmal mit euch kurz die besonders starken Sektoren hier durchgehen. Und da haben wir hier als erstes, ja, das sind ja immer diese 197 Industrien, die wir uns hier anschauen. Und dann sehen wir hier ganz oben, haben wir immer noch Oil and Gas Field Services. Ja, das haben wir schon relativ lange jetzt hier oben. Das war auch der Bereich, der vor 2 Wochen und vor 4 Wochen hier schon auf Platz 1 war. Der war vor 3 Monaten noch auf Platz 6, hat sich dann nach oben gearbeitet auf Platz 1 und bleibt seitdem da. Und dieses relative Stärke-Rating, was wir hier haben, das ist immer die Entwicklung dieser Aktie in den letzten, ich glaube, 12 Monaten im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und das heißt,
dieser Sektor hier, der entwickelt sich besser als 99% aller anderen Sektoren, die wir hier drauf haben. So. Und dementsprechend ist das hier ganz weit oben angesiedelt im relative Stärkebereich, auch wenn wir im laufenden Jahr hier eine Underperformance haben. Na, das sehen wir jetzt hier. Ja, year to date sind wir hier sogar hinten. Also ist einer der wenigen Sektoren, die year to date im Moment hier hinten sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns den langfristigen Verlauf hier anschauen im Wochenchart, dann sehen wir, ja, wir haben hier insgesamt einen positiven Trend, der hier läuft. So. Und haben hier unten in diesem unteren Bereich auch ein wirklich schönes Unterstützungsniveau uns erarbeitet. Ja, nämlich hier ungefähr, ja, was haben wir hier so bei 140, 150 Punkten, haben wir hier dieses Unterstützungslevel. Und jetzt im Moment sieht das Ganze so aus, wir haben den nächsten Versuch hier nach oben gestartet. Wir sind im Bereich des Widerstands hier oben hängen geblieben. Ja, an diesem Bereich sind wir hängen geblieben und haben jetzt, ich werde mal Folgendes machen, ich werde euch das mal ein bisschen vergrößern. Ja, ich bin hier inzwischen auf 4K-Monitoren, da ist das wahrscheinlich für euch etwas schwer zu lesen alles und deswegen vergrößere ich das Ganze mal kurz. So, ja, und im Moment sieht es eben so aus, wie gesagt, wir sind hier an diesem Widerstandsniveau hängen geblieben in dem Bereich. Na, und das, was der Chart hier oder was der Kurs hier gerade macht, ist, der setzt im Prinzip diese Aufwärtsbewegung, so wie wir sie jetzt eben hier drin hatten, na, nochmal hier mit dem Retracement und dann dem letzten Anlauf hier nach oben fort und generiert hier auf Wochensicht eine Bull Flag. Ja, also auch wenn der Bereich im Moment ein Underperformer hier ist, gehe ich davon aus, dass die Bewegung sich nochmal nach oben weiter fortsetzt. Ne? Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Energie ist im Moment sehr ungeliebt. Ja, wir sehen es am Ölpreis, wir sehen es am Natural Gas Preis. Ne? Alles wird nach unten geprügelt. Dementsprechend gehen die Ölwerte hier mit nach unten und davon bleiben natürlich auch diese Ölfelddienstleister wie SLB und Halliburton nicht verschont. Und SLB ist ja eine der Positionen, die wir hier relativ früh schon aufgebaut haben. Ich glaube, in der ersten Session, die wir hier gemeinsam hatten bei den Trading Setups, da hatten wir das Ganze aufgebaut. Ich gehe hier mal in den Tageschart. Ja, und die SLB, die haben wir hier gekauft bei 56 Dollar ungefähr. Ja, ungefähr bei knapp unter 56 Dollar. So, ich gehe mal auf die Aktie. Da haben wir die Aktie. Na, und dann sehen wir im Prinzip ein sehr ähnliches Bild. Das hier ist so ein kleiner Fake. Na, das, also diese sehr lange Kerze hier, die dürfen wir eigentlich nicht mit berücksichtigen. Da haben die Börsen ganz viele von den Trades, die gelaufen sind, in der Zeit rückabgewickelt, weil es wohl Kursstellungsfehler waren. Das hatten wir bei einigen Aktien, dass die so sehr extrem im Open reagiert haben. Also die müssen wir ein bisschen weglassen. Im Prinzip das, was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir eine ABC-Korrektur hier gesehen haben bis aufs Unterstützungsniveau. Ja, das ist hier einfach ein altes Unterstützungsniveau. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sich die Geschichte jetzt so weiterentwickelt hätte. Hat sie aber nicht. Wir kommen hier erstmal noch eine Ecke tiefer. Ja, testen jetzt hier erneut dieses Unterstützungsniveau. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen gucken. Ne? Wir haben jetzt hier noch diese Trendlinie, die hier läuft. Da haben wir im Moment die Trendlinie getestet. Wir liegen noch etwas tiefer mit den Stop-Niveaus. Ja, ungefähr hier knapp unter 50. Na, wenn wir unter die 50 gehen, dann würde ich die Position auch erstmal wieder rausnehmen, weil es halt eine Trading-Position ist und nicht unbedingt ein Investment. Ich hätte sie gerne als Investment drin gelassen, wenn wir diesen 60er-Bereich hier oben einmal angelaufen wären, dann hätte ich da ganz gerne einen Call drauf verkauft. Dazu ist es aber nicht gekommen und dementsprechend ist die Position jetzt hier noch ja quasi ungesichert, ne? Also ohne, dass wir hier nochmal eine Prämie drauf generieren konnten und damit dann auch den Einstieg nach unten versetzen. Das ist jetzt noch nicht gelungen und dementsprechend läuft die Position hier noch mit einem ganz normal als Trading-Position mit einem Stop irgendwo unter 50. Okay. Der Jörg fragt, mit welchem Tool ich mir jetzt hier diese Sektoren anschaue. Das nennt sich Market Smith.
Das ist das Chartprogramm quasi von IBD, ja, von Investor Business Daily. Und das benutze ich eben wirklich überwiegend auch für die Filterung von diesen Dingen hier. Und was ich hier immer noch sehr schön bekomme, sind eben die Zahlen, so wie sie denn gekommen sind. Ja, wenn wir uns das hier mal kurz anschauen, im Fall von SLB sehen wir, das Dezemberquartal ist exorbitant gut gelaufen. Wir haben absolute Rekorde hier im Umsatz und im Gewinn. Na, 27% Umsatzsteigerung, 73% Gewinnsteigerung. Ich markiere das mal kurz, falls der Cursor hier schlecht zu sehen ist. Also hier unten sind wir gerade. Ja, das ist eine sehr schöne Variante, so wie wir es hier sehen. Und auch für 23 und 24 werden hier weitere Gewinnsteigerungen angenommen. Und dementsprechend ist es ein Unternehmen, was ich absolut auf der Uhr habe, auch für Investmentpositionen. Ja, also das gefällt mir nach wie vor sehr gut. Das scheint alles zu laufen hier, alles top zu sein. Wir haben bei ganz vielen Ölunternehmen das inzwischen so. Ich kann zum Beispiel mal hier eine Chevron reinholen, so als klassisches Ölunternehmen. Ja, und wenn wir uns eine Chevron anschauen, dann sehen wir erstmal hier unten, ja, dass wir Quarter over Quarter hier deutlich zurückgekommen sind. Inzwischen seit 3 Quartalen kommen hier Umsatz und Gewinn zurück. Ja, auf Jahressicht sind wir noch positiv. Das könnte im nächsten Quartal auch noch so sein, im Märzquartal. Spätestens ab dem Juniquartal werden wir hier auf Jahressicht negativ. Ja, weil diese Werte hier von $6,15 im Gewinn und knapp 70 Milliarden im Umsatz, die werden wir wohl 23 bei den Ölpreisen, wie wir sie jetzt haben, und auch bei den Gaspreisen nicht mehr sehen. Ja, und das wird jetzt hier natürlich antizipiert. Das wird angefangen einzupreisen. Deswegen kommen die Werte hier jetzt auch ein bisschen stärker zurück. Das sehen wir dann auch hier 2023 und 2024 in der Erwartungshaltung. Ja, hier geht es dann um 19% und um 7% antizipiert jetzt mit den Gewinnen zurück. Ja, da sind also die Peak-Werte erreicht. Und ja, bei SLB sieht das Ganze halt ganz anders aus. Ja, bei SLB, da haben wir eben diese Steigerungen hier auf Quartalsbasis, haben die Steigerung auf Jahresbasis und haben hier eben auch noch weitere Gewinne erwartet. Und dementsprechend sind hier auch die KGVs höher, aber die sind sowieso höher hier bei den Ölfelddienstleistern als bei den großen Integrated. Von daher finde ich das auch noch nicht so teuer. Also, das ist die Variante hier mit dem besten Sektor. Ja, Oil and Gas Field. Dann, das hatten wir uns schon angeschaut, da gibt es nur eine einzige Aktie drin. Dann haben wir hier recht neu, ja, Metal Producer, Distributor, aber relativ kleine Werte. Ja, das sehen wir hier, da sind nur 3 Werte in dieser Industrie, relativ klein, maximal 1,5 Milliarden Marktkapitalisierung, also recht klein. Dann kommen wir hier in den Bereich Commercial Services Leasing, United Rentals, ja, ist der größte Kandidat hier. Ganz interessant, ja, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir hier auf Wochenbasis, dass wir da gerade quasi in so eine kleine Bull Flag reinlaufen, sage ich mal. Na, wenn wir uns die Zahlen anschauen, sehen wir, die sind sehr, sehr gut. Rekordwerte hier im Dezember im Umsatz und im Gewinn. Na, schön dynamisches Wachstum. Absolut nicht zu teuer mit einem PI von 14 und wir sehen auch hier weitere Gewinne erwartet für 2023 und 2024. Ja. So, und wenn wir hier mal auf den Daily Chart gehen, dann sehen wir, wir sind hier in einer Situation, die man vielleicht sogar traden könnte. Na, im Monthly müssten wir mal gucken, die nächsten Ziele können wir nicht mehr abschätzen, weil wir sind am All-Time-High. Das bedeutet dann für uns, ja, United Rentals, die nehmen wir mal hier drüber jetzt kurz rein. United Rentals. Schauen wir uns mal kurz an. Ach, da werde ich hier auch einmal die Schrift vergrößern. So. Okay. Na, so, und ja, da können wir im Prinzip gar nicht so viel machen, außer uns anzuschauen, wie sind wir denn in die Bewegung reingekommen.
Und dafür nehmen wir uns hier mal die letzte Aufwärtsbewegung, das ist diese, und setzen die an dieses letzte Tief hier ran und kommen dann hier tatsächlich nochmal zu einem Kursziel um $540. Ja, $540 Kursziel. Jetzt haben wir gerade gesehen, das Kursgewinnverhältnis. Ich hole es nochmal kurz rein. Das liegt hier bei 14. Und wenn wir jetzt mal schauen wollen, wie das im Schnitt aussieht, also wo wir uns die letzten Jahre aufgehalten haben, zwischen 3 und 19. Naja, dann sehen wir, so besonders günstig sind wir schon gar nicht mehr. Das ist schon ein bisschen teurer alles. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. So, ja. Ja, und von daher würde ich hier vielleicht gar nicht mehr mit so großen Bewegungen rechnen. Wir können noch mal kurz schauen, wenn wir die letzte Korrektur uns nehmen und die Kursziele für die letzte Korrektur hier raussuchen, dann ist das hier das Langfristkursziel tatsächlich $600. Das wäre das Langfristkursziel für die United Rentals Aktie. Ein Zwischenziel ist jetzt hier wirklich schwer zu definieren, weil wir eigentlich überall schon rangelaufen sind. Ja, wenn wir uns die letzte Bewegung hier mal anschauen, und gehen mal hier in die letzte Korrektur. Ja, das ist diese hier. Das ist die Korrekturrange von 343 hier runter auf 256. Und das hat uns mit diesem Ausbruch nach oben hier ein Kursziel gebracht von 430. Da waren wir jetzt aber schon Ende Januar, sind wir schon an dieses Kursziel rangelaufen. Und damit bleibt uns tatsächlich eigentlich nur noch das Größere. Ja, wir haben hier noch mal eins. Das können wir uns noch mal kurz anschauen. Ja, da kommen wir hier Richtung $505. Also im Prinzip machen wir ja immer wieder das Gleiche, ne? Wir schauen, wie groß sind die letzten Korrekturen gelaufen. Das wäre jetzt diese hier, die wir uns angeguckt haben. Ja, projizieren die Range hier einmal oben drauf und kommen dann hier Richtung $504. $504 ist jetzt aber schlicht und ergreifend nicht mehr ausreichend, damit wir hier einen neuen Trade aufbauen können. Ja, wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken und würden sagen, wir nehmen jetzt mal den Einstieg hier oben drüber und setzen den Stop hier unten drunter. Ja, dann sind wir bei $504 hier gerade mal bei einem 1,1, 1,2 Chance-Risiko-Verhältnis. Und das ist schlicht und ergreifend nicht mehr ausreichend. Ja, deswegen ist, finde ich, ist es hier für einen Trade auf die United Rentals ein bisschen zu spät. Da müssen wir vielleicht mal warten, ob wir hier ein Retracement kriegen, ja, ob wir eine Korrektur kriegen. Nochmal vielleicht auf diesen Ausbruchsbereich hier um $390, vielleicht wenn der Markt relativ schwach ist, dann wäre das nochmal eine Möglichkeit. Ja. Der Hubert hat hier geschrieben, ja, in Finvis sehen die Sektoren ganz anders aus. Ja, das ist das Problem, dass das Ganze auch nicht genormt ist. Ja, es gibt also mehrere Möglichkeiten, mehrere Varianten, wie die einzelnen Aktien unterteilt werden in verschiedene Sektoren. Das ist nicht immer gleich und ja, da wird es dann halt auch schwierig, da eine Vergleichbarkeit zu finden. Man sollte sich da einmal was raussuchen, womit man dann im Prinzip auch arbeitet. Man kann auch mit den Sachen von Finvis arbeiten. Die sind am Ende auch nicht schlecht. Ja, wir müssen halt irgendwie eine Konsistenz reinkriegen und immer wieder das Gleiche machen. Okay, so, was haben wir noch? Steel Producers, die schauen wir uns auch noch mal kurz an. Da haben wir Nucor, ArcelorMittal, Steel Dynamics, Posch, Tenaris. Das sind also mehrere und Cleveland Cliffs, würde ich mal sagen. Das sind so die Größenordnungen, die hier gut handelbar sind, weil sie eine hohe Marktkapitalisierung haben. Und hier habe ich immer die Möglichkeit, drauf zu gehen und zu sagen, Show all Component Data. Und dann kriege ich hier unten jetzt die Liste von diesen ganzen Werten. Auch schon sortiert, ja, nach relativer Stärke kann ich mir das hier sortieren oder eben Compound Rating. Das mache ich ganz gerne. Da ist dann nämlich alles mit berücksichtigt. Da ist die relative Stärke des Kurses mit berücksichtigt. Da ist Advanced Decline Ratings. Da sind die EPS Ratings. Ja, alles Mögliche ist damit drin. Und dann können wir uns das Ganze hier mal anschauen. Ja, dann haben wir hier Tenaris als Nummer eins. Sieht auf dem Weekly Chart ganz interessant aus, ne? Ist hier oben kurz vorm Ausbruchsniveau. Da können wir mal kurz gucken, wie die Zahlen hier gewesen sind. Boah, hervorragend, ja, das sieht richtig gut aus. Schönes Wachstum hier überall. Da können wir auch mal auf die Fonds schauen und sehen, naja, ist halt eine relativ kleine Aktie, ne? Da sind noch nicht so viele Fonds drin. Da haben wir jetzt 163, aber wir sehen, das Wachstum ist enorm übers Jahr.
Also das große Geld ist hier auch ganz interessiert irgendwie an den Aktien. Und dementsprechend ist das was, was man sich hier auf jeden Fall mal auf die Watchlist setzen kann. Ich nehme die gleich mal hier bei uns in die Liste mit rein. TS, Tenaris. Und da gucken wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf. Die zweite, die wir hier haben, ist Steel Dynamics. Steel Dynamics, da schauen wir auch noch mal kurz auf die Zahlen. Ja, und da sehen wir, da sieht es schon zumindest von den Earnings per Share und vom Umsatz her nicht mehr so gut aus. Hier geht schon seit 3 Quartalen nach unten. Das ist schon nicht mehr so toll, ist nicht mehr unbedingt das, was ich sehen will. PI liegt hier bei 6, das ist nicht teuer. Ja, dementsprechend ist das okay. Da ist ein Rückgang auch schon mit eingepreist. Hier sehen wir aber für 2023 und 2024 sind die Rückgänge, die jetzt hier eingepreist werden, doch relativ hart. Ja, also das finde ich nicht mehr so ideal. Das schauen wir uns nochmal kurz bei der Tenaris an. Ja, und da sehen wir ganz anderes Bild. Na, für 2023 werden noch positive Gewinnsteigerungen erwartet. Und wir stehen hier auch nur bei einem PI von 8. In der Historie über die letzten 5 Jahre haben wir uns hier bewegt zwischen 6 und 100. Ja, also von daher gefällt mir die Tenaris hier besser. Jetzt gucken wir uns mal noch den dritten Kandidaten schnell an. Das wäre die Nucor hier. Nucor. Da gehen wir auch noch mal in die Zahlen und sehen, ja, das sieht also ähnlich schlecht aus wie bei Steel Dynamics. Na, also auch Nucor nicht unbedingt ideal hier, -56% Gewinnrückgang für 23 erwartet. So, und damit haben wir im Prinzip unseren Kandidaten für diesen Sektor hier auch schon rausgesucht. Das wäre hier die Tenaris-Aktie. Die werden wir uns gleich nochmal zu Gemüte führen und gucken, ob wir da ein Trade-Setup irgendwie generieren können, ein vernünftiges. So, dann gehen wir nochmal in die Liste rein. Und gucken mal noch, was wir hier noch neu haben. Leisure Movies und Related, da haben wir eine Netflix. Roku hat natürlich gute Zahlen gebracht, ne? Die ist ganz schön explodiert. Also da können wir auch mal kurz reinschauen hier, Show All Component Data. Dann sind wir hier in der Netflix. Ja, Netflix, einen schönen Run gemacht, also wirklich einen schönen Run, obwohl wir hier einen 91-prozentigen Gewinneinbruch gesehen haben in den letzten Zahlen. Ja, aber der Run, der war sehr, sehr dynamisch. Wir sind hier von $160 rauf auf $360 ungefähr gegangen. Nur das große Problem, was wir jetzt hier bei der Netflix haben, ist, dass wir auf Wochenbasis hier in einem ganz starken Widerstandsniveau drin sind. Und dementsprechend kommt die für mich jetzt zum Traden nicht in Frage. Wenn das ein kleineres Widerstandsniveau wäre, ja, dann wäre das sehr schön eigentlich hier diese Aufwärtsbewegung mit der Flag, die sich hier anschließt. Ne, das können wir uns auch nochmal auf dem Tageschart anschauen. Ist hier ein bisschen schlecht zu machen. Nehmen wir mal die hier rein. NFLX. So, ja, da sehen wir es nochmal auf dem Tageschart. Sieht alles ganz schön aus. Wir haben hier quasi diese Bull Flag. Die nehme ich jetzt auch mal als Bull Flag rein. So, und ein Ausbruch hier oben drüber wäre definitiv bullish. Ja, nur das Problem ist, was wir gerade gesehen haben, dieses Widerstandslevel, das zieht sich hier rauf bis fast $400. Und dementsprechend bin ich persönlich der Meinung, die Netflix ist hier vielleicht ein bisschen weit gelaufen und hat jetzt auch erstmal ein bisschen was zu korrigieren, vielleicht hier unten nochmal in den Bereich dieser Unterstützungswolke. Ja, da haben wir auch dieses letzte Unterstützungslevel hier, wenn wir es uns mal anschauen, das ist dieser große Bereich. Also vielleicht sehen wir nochmal hier Kurse um $320, dann könnte man sich das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen, aber im Moment finde ich es nicht so spannend und deswegen nehmen wir die hier auch wieder raus. So, was haben wir noch? ITE ist eine chinesische, die würde ich erstmal weglassen. Und der Rest hier ist einfach wieder relativ klein. Da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt drauf schauen.
So, und damit haben wir im Prinzip die ersten sechs hier durch. Retail Department Stores ist leider abgerutscht. Ja, die hatten wir hier das letzte Mal auf Rang 3. Ist jetzt abgerutscht zum ersten Mal wieder. Vor 6 Monaten waren wir hier auf Rang 56, vor 3 Monaten auf Rang 4. Jetzt beim letzten Mal auf Rang 3. Da haben wir ja auch eine Position aufgebaut auf Macy's. Und jetzt sind wir hier aber schon abgerutscht auf die Nummer 7. Und da gehen wir jetzt nochmal kurz in die Macy's-Aktie rein und schauen uns das nochmal an, wie das hier läuft. Da kriegen wir Zahlen in 10 Tagen. Am 2. März genau, ja, kommen hier die Zahlen. Und da hatten wir aber schon gesehen bei Macy's, wenn wir uns das hier mal ein bisschen genauer anschauen, dass wir hier oben in einen Widerstandsbereich reingelaufen sind, hier, ja, um 25, 26 Dollar. Und dementsprechend hatte ich recht zeitgleich mit dem Aufbau der Long-Position einen entsprechenden Call verkauft. Ja, das können wir hier uns nochmal kurz anschauen. Die Macy's. Ja, hier haben wir das alles. Also wir sehen, ja, das sieht prinzipiell erstmal weiter alles bullisch aus. Ja, deswegen haben wir die Aktie ja hier auch reingenommen. Na, wir sehen hier einen ganz klar positiven Gerschtrend. Brauchen wir nicht groß drüber nachdenken. Ja, wenn wir auf die Wochenbasis gehen, hier ist Wochenbasis, sehen wir auch positiven Gerschtrend. Na, das sieht soweit also alles ganz vernünftig aus. Nur wir sind eben auf Wochenbasis hier in dem Widerstandslevel aus dem Ichimoku, also aus der Cloud. Und hier sehen wir das eben auch nochmal gut. Ja, das ist quasi dieser ganze Bereich hier. Das ist Widerstand hier oben. Und das war der Grund für mich, das Ding direkt mit einem Call zu versehen, also mit einem Short Call, wo wir eben eine schöne Prämie kassiert haben. Ja, da gab es pro Option um die 200 Dollar Prämie, glaube ich. Ich gucke nochmal kurz rein. 100 Dollar Prämie pro Option. Die haben also quasi dann den Einstiegskurs schon mal um 1 Dollar nach unten versetzt für uns Aktieninhaber. Und da wäre es mir auch relativ egal, ja, wenn die jetzt bis zum Ende der Laufzeit, die Laufzeit habe ich hier markiert, ne, das ist hier 17. März, wenn die bis zum Ende der Laufzeit über die 25 drüber läuft, dann haben wir sie quasi bei 26 verkauft. Die würde dann ausgebucht werden zu 25, wir hätten sie dann quasi zu 26 verkauft. Und das finde ich ist eine schöne Performance für die kurze Zeit, ja, von 23 auf 26. Das können wir uns hier mal kurz anschauen. Das wäre dann eine Performance ja, von 11%, fast 12% über die Zeit, ne, innerhalb von ein paar Wochen. Das finde ich sehr schön und dementsprechend ja, wäre mir das recht, wenn die oben drüber läuft. Mir wäre es aber auch recht, wenn sie irgendwo hier in unserem Einstiegsbereich hin und her dümpelt und wir die Prämie behalten und dann eben beim nächsten Mal wieder direkten Call oben drauf verkaufen können. Ja, jetzt sind mehrere Möglichkeiten. In 10 Tagen kommen die Zahlen. Es kann also sein, die Aktie kracht nach unten, weil die Zahlen schlecht sind. Wir haben ein paar schlechte Vorgaben schon gesehen aus dem Bereich der Einzelhandelsketten. Ja, da ging es dynamisch nach unten. Bei Nordstrom war es, glaube ich, die ordentlich auf die Mütze gekriegt haben. An dem Tag ist dann auch die Macy's hier quasi mitgefallen mit dem Gesamtmarkt. Wenn jetzt Macy's auch noch enttäuscht und vielleicht hier runterläuft in den Unterstützungsbereich, dann haben wir natürlich die Chance, den Call fast wertlos ja rauszunehmen, also einen Großteil des Gewinnes, den wir da drauf machen können, schon einzustreichen und dann eben darauf zu setzen, dass die Aktie sich nochmal erholt, vielleicht in diesem Bereich 22,50, wo wir jetzt sind und dann einfach einen neuen Call drauf verkaufen. Ja. Also das ist so der Plan in der Macy's-Aktie im Moment. Ja, wir sind noch in diesem oberhalb dieser Trendlinie, von daher ist hier auch erstmal noch alles in Ordnung. Wir haben hier unten noch die Unterstützungszonen, die warten. Na, wir sind im Gerschtrend noch positiv. Also noch ist das alles okay. Kann sich sehr schnell drehen mit den Zahlen, das muss man einfach wissen. Aber dafür haben wir ja so eine kleine Absicherung zumindest mal mit der Short-Call-Position. So, dann, gut, das soll es mal hier gewesen sein von dem Bereich. Da würde ich jetzt gar nicht weiter drauf schauen wollen. Wir gehen gleich nochmal hier in den Bereich
mit den Handelssetups, die hier entstanden sind, oder schauen hier auch nochmal nach den Screenern. Ich habe da mal zwei Screener hinterlegt, da können wir uns auch mal ein paar ganz interessante Werte anschauen. Ich will einmal kurz über die Positionen schauen, die wir jetzt hier noch offen haben. Eine Armcore ist noch offen. Gleiche Problem wie bei SLB, die ist nicht in den Bereich gegangen, wo ich gerne einen Call oben drauf verkauft hätte. Ja, ich hatte gedacht, wir gehen hier vielleicht nochmal Richtung 32 vor den Zahlen. Das ist nicht passiert. Wir sind schon vor den Zahlen hier abverkauft worden. Die Zahlen waren auch nicht so besonders. Wenn wir uns das mal kurz hier anschauen, dann sehen wir auch, warum die Aktie hier so ein bisschen unter Wasser ist. Ja, wir haben hier die Ergebnisse und der Gewinn ist auf Jahresbasis um 24% zurückgegangen, obwohl der Umsatz um 11% angestiegen ist. Ja, und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Der Ausblick war jetzt auch nicht so toll. Daher kommt das hier auch, dass jetzt also für 2023 hier erstmal fallende Gewinne erwartet werden. Das ist ungünstig. Ja, und das könnte dafür sorgen, dass die Aktie hier unter die 23 gedrückt wird und uns dann quasi auch weggenommen wird. Da liegt ungefähr das Stop-Niveau. Ja, muss man wissen, dass das so laufen kann. Ich finde es immer noch vom KGV-Verhältnis her relativ günstig. Das ist okay. Es wird jetzt halt wichtig werden, dass wir irgendwie diesen Gewinnbereich hier stabilisieren können und vielleicht gegenüber dem März auch nochmal dann ein bisschen positiv werden können, je nachdem, wie der Gesamtmarkt sich jetzt weiterentwickelt. Ich sag mal, wenn der Gesamtmarkt jetzt relativ schwach wird und vor allem auch der Semiconductor-Bereich schwach wird, dann werden wir mit Amcor hier Schwierigkeiten kriegen. Wenn der Semiconductor-Bereich stark bleibt, dann haben wir eine gute Chance, dass sich hier jetzt ein Boden ausbildet und wir wieder Richtung $30 Pivotpunkt laufen. Ja, also das bei der Amcor. Interactive Brokers haben wir beim letzten Mal eine Position aufgebaut hier im Break, in diesem Bereich um knapp 83,50. Die ist im Gewinn, ja, die ist gut gelaufen bisher, die Aktie. Da ist auch erstmal nichts zu tun. Wir haben ein Kursziel, ja, das liegt quasi, würde ich mal sagen, so in diesem Bereich hier um 94,95 $. Müssen wir mal schauen, ob wir da hinlaufen. Ja, das ist im Prinzip einfach nur diese letzte kleine Korrektur hier einmal an das Korrekturniveau oben dran gelegt. Ja, also viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Die Position läuft und ich sehe keine Notwendigkeit, jetzt hier irgendwie zu agieren. So, Tenaris, die schauen wir uns nachher nochmal an. Ja, die ist ja hier auch nochmal schön runtergekommen. Da werden wir auch mal gucken, wie die sich hier im Unterstützungsbereich schlägt, falls sie da nochmal hinkommt. Und ansonsten müssten wir mal gucken, wenn sich eine Bodenbildung etabliert, dass man die vielleicht mit reinnimmt. Okay, so, das, was ich jetzt hier drin habe, sind Trendfilter. Und zwar habe ich einmal hier den Deutschland Prime, das sind so die größeren deutschen Werte, und hier die 2000 Russell-Werte. Ja. Okay. Da können wir uns mal ein bisschen anschauen, was jetzt hier ganz oben steht. Und das, was ganz oben steht, ist typischerweise das, was über das letzte Jahr hier an Trendstabilität am stärksten ist. Und dann habe ich hier noch eine relative Stärke drin über die letzten 6 Monate. Und jetzt kann ich nach 2 Sachen sortieren. Ich kann einmal nach Trendstabilität sortieren oder nach der relativen Stärke. Und wir fangen hier mal an mit der Trendstabilität. Da ist hier Elf Beauty ist ganz weit oben. Und Elf Beauty, naja, würde ich sagen, ist vielleicht sogar ein Konkurrent zu Ulta Beauty. Läuft sehr, sehr gut, laufen beide sehr gut. Auch Ulta Beauty läuft sehr gut. Ja, und man sieht, glaube ich, wie stabil diese Trends hier sind. Wenn wir uns hier mal die letzten 12 Monate anschauen, ja, dann sehen wir, wie stabil dieser Trend läuft. Nur das Problem ist halt bei diesen Märkten, die so stark sind im Trend, da brauchen wir immer eine Korrektur, bevor wir da wieder einsteigen können. Im Moment macht das hier schlicht und ergreifend keinen Sinn. Aber es ist schlau, diese Werte mal auf der Liste zu haben und zu gucken, was läuft denn gerade extrem trendstabil, extrem gut. Hier haben wir zum Beispiel mit International Seaways eine Aktie, die hier jetzt an einem Widerstand dran ist und vielleicht gerade eine Flag, eine bullische Konsolidierung aufbaut über die nächsten Tage und dann nach oben rausgeht,
dann ist das auch eine gute Möglichkeit, da nochmal einen Breakout zu traden. Ja, am schönsten ist es natürlich immer, wenn wir solche Momente hier abpassen können, na, wo wir hier ein Tief kriegen, ein tieferes Tief und dann hier ein höheres Tief. Ja, dann haben wir auf der Oberseite hier unsere Begrenzung bei 40. Und wenn wir jetzt mal schauen, die Bewegung hier ist von 33 bis 40. Das sind $8 ungefähr. Wenn wir die hier oben drauflegen, dann kommen wir hier auf ein Kursziel von $48. Und dann hätten wir hier mit diesem Ausbruch über den 40er Bereich einen wirklich schönen Trade aufbauen können mit einem Stop hier unten und einem Ziel da oben. Super schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Das sind eigentlich so Traum-Setups, wie man sie dann gerne hätte. Ja, und dafür muss man aber auch sich immer wieder die Zeit nehmen, hier diese Werte mal durchzuschauen und mal zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze gerade und was haben wir denn da für Chancen. Ja, TK Tankers haben wir hier noch. Wäre ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vorsichtig bei, ich glaube, die machen auch LNG-Transporte und sowas. Die sind sehr gut gelaufen, alle in der letzten Zeit. Aber ich denke, mit den Preisen, die hier dynamisch runterkommen vom Erdgas und auch mit den Containerpreisen, die runterkommen, dürfte das ein bisschen schwierig werden für die nächste Zeit. Ja, zu starke Dynamik, da kommen wir nicht mehr rein. Da ist erstmal nichts zu tun. Hier auch überall nicht. Die sind im Prinzip alle ein bisschen weit gelaufen. Sowas hier ist dann ganz interessant, ja, wenn sich hier am Widerstandslevel so kleine Konsolidierungen entwickeln. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen mal kurz auf die deutschen Märkte. Das ist vielleicht interessanter. Da können wir die ersten drei hier, die können wir vergessen. Die sind überhaupt nicht mehr börsennotiert. Adva Optical, Zooplus, Dialog Semiconductor, das sind alles Übernahmekandidaten. Die sind alle übernommen worden. Ich glaube, Adva ist von Adtran übernommen worden, US-Unternehmen. Zooplus, weiß ich gar nicht, wer die übernommen hat, hat aber auch irgendwer vom Markt genommen. Und Dialog Semiconductor ist von Japanern übernommen worden. Also die sind raus. Dementsprechend sind die hier natürlich sehr trendstabil, weil sich da gar nichts mehr bewegt hat. Aber wir sehen auch, die Notierungen hier sind nicht aktuell. Das ist hier Oktober letztes Jahr. So, könnte man vielleicht mal irgendwie aussortieren. So, PNE haben wir hier noch als sehr, sehr trendstabil. PNE, ja, Windkraft, sehr stark gelaufen, wirklich extrem stark gelaufen. Aber hier waren eben auch Übernahmegerüchte im Spiel. Und diese Übernahmegerüchte, die sind hier weggefallen, eingebrochen. Und dementsprechend ist die Aktie kräftig zurückgekommen. Und das ist etwas, was ich jetzt wirklich interessant finde, für einen Rebreak nach oben. Ja, also das ist eine ganz klare News-Geschichte, die hier gelaufen ist. PNE läuft gut, kommen saubere Aufträge rein, ist soweit alles ganz schön. Ich kann ja mal gucken, ob wir hier kurz auf die Fundamentals draufkommen. Infobox. So. Ja, also, was sehen wir hier? EBIT, ne, 2020 noch negativ, 2021 2,8 Mio positiv. Gewinn deutlich angestiegen, ne, über die Zeit, das gefällt mir gut. Earnings per Share kräftig angestiegen, ist ja dann auch klar. Kurs-Gewinn-Verhältnis, naja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das sind kleine Werte, Wachstumswerte, da ist noch viel Fantasie drin. Wenn wir es aber vergleichen hier mit dem 70er oder mit dem 700er oder mit dem 300er, dann ist es schon ganz okay. Also, die finde ich technisch interessant hier für einen Rebreak nach oben. Und zwar wäre das dann in dem Bereich hier um 18 Euro. Und das, was ich dafür gerne sehen würde, wäre, dass wir hier das Tief haben, jetzt hier in die Korrektur laufen und dann aber auch nach oben drehen, bevor wir hier ein neues Tief aufbauen. In dem Moment, wo wir, wenn wir hier ins Tief reinkommen oder ein tieferes Tief ausbilden, dann ist diese Idee erstmal hinfällig. Ja, dann müssten wir darauf warten, na, weil dann ist ja die Bewegung, die sich hier fortsetzt, im Prinzip diese. Na, und dann müssten wir hier wieder schauen, dass sich eine neue Sequenz nach oben entwickelt, damit es interessant wird. Ja, aber erstmal bleibt die hier auf jeden Fall auf der Watch. Da werde ich mir dann entsprechende Alarme reinlegen,
wenn die PNE über 18 geht, dann finde ich das sehr interessant für die Long-Seite. Rheinmetall ist natürlich ja ein Dauerläufer im Moment. Ganz, ganz brutal die Bewegungen, die hier laufen. Wenn wir es uns mal längerfristig anschauen, dann sehen wir hatten hier eine schöne Chance mit dem Rücksetzer in diesen Unterstützungsbereich hier um 150. Da haben wir nicht zugeschlagen. Wir gucken jetzt hier zu und von daher ist da im Moment für uns nicht viel zu machen. Das, was wir bräuchten, wäre mindestens mal ein Rücksetzer in das nächste Unterstützungsniveau. Und das liegt hier. Ja, das hier ist das nächste Unterstützungsniveau, so um 220 Euro. Ja, da würde ich einen Rücksetzer sehen wollen. Ansonsten ist das Ganze für mich uninteressant. Die läuft einfach nach oben weg und läuft und läuft und läuft. Da hat man keine Möglichkeit, jetzt hier noch mit einem vernünftigen Chance-Risiko-Verhältnis zu arbeiten. Ah, der Christoph fragt, wie kommst du denn zu diesen Listen? Also das ist relativ einfach. Ja, da habt ihr hier die Möglichkeit, in dem Trading Desk auf Scans zu gehen und dann könnt ihr euch hier die einzelnen Scans anschauen. Ja, und das, was bei mir jetzt hier läuft, sind einfach wirklich nur die Standard-Scans, Trendstabilität Deutschland, Trendstabilität USA. Das sind die beiden Scanning-Listen, die ich hier unten eingestellt habe. Ja, weil ich erstmal nur die trendstabilen Aktien haben wollte. SMA Solar kommt hier sofort als trendstabile Aktie. Und wenn wir bei SMA Solar mal schauen, wo die nächsten Unterstützungslevel liegen, das ist genau das Niveau, wo wir heute hier reingeballert sind, bei 70 Euro. Das ist das nächste ganz klare Unterstützungslevel. Das ist einfach nur ein Test des letzten Hochs. Wir sehen, dass die Aktie hier sofort reagiert hat, wieder raufgelaufen ist auf 75,50. Das gefällt mir wirklich gut. SMA Solar halte ich sehr viel von, halte ich langfristig für eine vernünftige Überlegung, da was aufzubauen. Ja, ich denke, Solarenergie wird weiter stark sein in Deutschland. Das große Problem, was wir haben in der Solarbranche, ist ganz klar die Abhängigkeit von China. Und das ist auch das, was meiner Meinung nach hier heute diesen Blip verursacht hat, dass wir mal kräftig runtergekommen sind, hier um fast 10% oder so im Tief. Und zwar kam heute ein Artikel, ich glaube im Handelsblatt war der drin, wo ganz klar drin stand, diese Abhängigkeit von China im deutschen Solarmarkt, die ist nicht tragbar. Und da gab es jetzt wohl 24 Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und einen netten Brief an den Herrn Habeck geschrieben haben und gesagt haben, so nach dem Motto, mach dir mal Gedanken, wie wir da rauskommen. Das ist langfristig nicht gut, was hier läuft. Ja, und China ist ja schon dabei, ihre Exportregeln zu überarbeiten und unter Umständen fallen diese Solarprodukte unter die Exportbeschränkungen. Das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig. Ja. Aber das hat diesen Blip hier verursacht. Ich denke, solche newsgetriebenen Abverkäufe sind eher Kaufchancen als alles andere. Und vielleicht, ja, man muss hier mit hoher Volatilität rechnen. Vielleicht laufen wir auch noch mal runter Richtung 60 Euro. Aber auch das, finde ich, wäre für eine SMA Solar nicht weiter tragisch. Ja, also wenn wir uns den Kursverlauf hier mal anschauen, dann sehen wir auch nochmal hier, wie wichtig dieses 70er Level ist, wie wichtig dieses 70er Niveau ist. Ne? Und umso schöner ist es, dass der Kurs ziemlich genau auf diesem Niveau gedreht hat. Und wenn wir jetzt wieder morgen auch noch sehen, dass die Stärke sich fortsetzt, dann ist das sicherlich keine schlechte Idee, mal über eine SMA Solar nachzudenken. Also die gefällt mir recht gut. Schauen wir mal, ob wir da was draus machen können. Bijou Brigitte, ja, hervorragend gelaufen, sieht im Moment ganz ähnlich aus. Ne? Wir haben diesen ganz tollen Aufwärtstrend hier. Wirklich schön. Ja, und haben jetzt einfach nur wieder ein Retracement gesehen ans alte Hoch. Ja, haben hier reagiert und wenn der Ausbruch jetzt hier kommt nach oben, dann ist das auch eine Möglichkeit, kurzfristig so eine Aktie nochmal zu kaufen, ja, und zu sagen, okay, Korrektur ist eventuell durch. Wir haben 4-5 Tage ziemlich dynamische Korrektur gesehen, sehen, die Käufer sind wieder reingekommen. So, ja, wenn wir es hier nochmal vergrößern, ne, die Käufer sind wieder reingekommen, stagnieren jetzt hier im Bereich 41,10. Wenn wir über die 41,10 hier drüber gehen oder 41,20, was das Hoch hier war, kriegen wir das hier irgendwie. Ja, damit kriegen wir es. Ja, hoch
41. Ja, hoch 41. So. Na, also wenn wir über die 41 drüber laufen, wäre das eine Chance, hier Richtung 44 mit dem Ziel zu gehen. Und den Stop, den bräuchten wir dann hier unterm Low 38,90. Ja, also das wäre durchaus auch nochmal eine Möglichkeit, bei Bijou Brigitte hier einen schnellen Trade aufzubauen. Den schreibe ich mir auch mal gerade raus. Okay, so, schauen wir mal auf die andere Seite, nämlich hier auf die relative Stärke. Ja, und da sehen wir nämlich dann hier bei einer SMA schon 28%, bei einer Rheinmetall 33%. Gucken wir uns die ganzen mal durch. 2 Plus hatten wir gesagt, brauchen wir nicht. Ja, SLM Solutions. Okay, sieht auch irgendwie arg nach Übernahmepreis aus. Bin ich gerade gar nicht so auf dem Laufenden. Commerzbank. Commerzbank haben wir gesehen als absoluten Outperformer hier. Die ist richtig gut gelaufen. Da wissen wir jetzt auch seit heute, dass die tatsächlich wieder in den DAX kommt. Da ist jetzt erstmal eine kleine Korrektur am Laufen. Erster Zielbereich war hier auch so Region 11 Euro. Ich denke, 13 Euro könnten noch machbar sein. Da haben wir hier einen sehr, sehr dynamischen Ausbruch gesehen zuletzt aus diesem Wimpel. Ja, und wenn wir jetzt dieses Niveau hier unten nochmal testen und da einen Boden ausbilden, wäre eine Commerzbank auch eine interessante Aktie, die man sich mal aufs Tableau nehmen könnte. Lotto 24, ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht gucken. Elmos finde ich auch noch interessant. Elmos Semiconductor, brutal gute Zahlen gebracht. War wirklich toll. Enorme Bewegung hier oben rein. Zielbereich auch erstmal erreicht. Jetzt könnten wir gucken, wo das nächste größere Kursziel liegt. Wir sind hier bei 60 Euro, sind hier runtergekommen Richtung, wo waren wir hier? 35 Euro. Ja, also 60 Euro hier oben, 35 Euro hier unten sind 25 Euro, macht ein Langfristkursziel von 85 Euro. Ja, dieses Langfristkursziel 85 Euro, das kommt wieder aus der Korrektur, die hier gelaufen ist. Wenn wir die oben draufsetzen, kommen wir hier mit dem Ziel Richtung 85 Euro. Ja, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, nur am besten in einem Retracement. Na, vielleicht hier in den Bereich 63, 65. Da müssen wir dann auch immer schauen, dass das Ganze ein bisschen passt vom Chance-Risiko-Verhältnis her. Wenn man sowas jetzt plant und sagt, hier vielleicht dieses Niveau hier oben, ja, oder wir nehmen das mal noch ein Stückchen höher hier, dann wirklich so im Bereich um 65, 66 Euro. Da müssen wir jetzt schauen, nach oben zum Ziel 85 haben wir hier ungefähr 19 Euro zu verdienen. Wo müsste charttechnisch der Stop liegen? Na, hier so in dem Bereich. Ja, das ist so knapp über 50. Dann haben wir also, würde ich mal sagen, hier so 12, 13 Euro Risiko. Und für diese 13 Euro Risiko könnten wir hier auf der Oberseite so 19 Euro verdienen. Wäre schon in Ordnung. Ja, kann man gut mitarbeiten. Wenn man etwas geduldiger ist und sagt, hey, ich warte wirklich, bis wir hier in diesen Bereich reinlaufen, irgendwo hier zwischen 60 und 63, dann kriegt man natürlich noch viel, viel bessere Chance-Risiko-Verhältnisse und kann dann auch darauf setzen, dass wir hier wirklich irgendwo oben oder unten auch eine Bodenbildung im Markt sehen, die Oberseite wieder einschlagen und dann kann man in die neue Trendrichtung hier reingehen. Ja, also von daher sind das auch alles Möglichkeiten, die sich hier bieten würden. So, aufgrund der Inflationsdaten, die jetzt hier noch kommen, am Donnerstag oder am Freitag, also zum Ende der Woche, habe ich ja gesagt, sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben heute Feiertag in den USA, da können wir in Amerika eh nichts aufbauen. Wir haben jetzt mit PNE und Bijou zwei Werte mal rausgenommen hier für kurzfristige Trades im Deutschlandbereich. Sollten wir bei Elmos die größeren Korrekturen sehen, finde ich das, wie gesagt, auch sehr, sehr interessant. Und bei den US-Werten, da müssen wir einfach nochmal schauen, wie die Amis hier reinkommen morgen, wie die ersten Bewegungen da laufen. Und dann kriegen wir da
sicherlich auch nochmal neue Ideen, neue Setups. Und ja, bis dahin war es das erstmal von mir. Für die von euch, die im Traders Yard drin sind, schaut mal in die alte Gruppe rein. Ja, wenn sich jetzt hier neue Trades auftun, ich habe jetzt in der Zwischenzeit hier nichts Neues mit dazu genommen, wenn sich von jetzt an hier neue Trades auftun und insbesondere auch mal in diesen deutschen Werten, dann würde ich die Setups da nochmal in die Gruppe reinposten und dann könnt ihr euch das nochmal da ein bisschen genauer anschauen. Okay, das wäre es jetzt erstmal gewesen von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass ihr am Rosenmontag hier so zahlreich dabei wart. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Finde ich ganz toll. Trading ist wichtig, wie man sieht. Vielen auch wichtiger als Karneval feiern. Und da freue ich mich immer drüber. Ja, also dann von meiner Seite alles Gute, bis zum nächsten Mal und bye bye.